Viewing. Der Test. Remote Viewing heißt zu Deutsch Fernwahrnehmung und ist eine Technik, um jegliche nur vorstellbaren Begebenheiten über Raum und Zeit hinweg wahrzunehmen. Christian Rotz ist ein junger Hobby-Remote-Viewer. Mit ihm machen wir ein paar Experimente, um zu sehen, was dran ist am Phänomen des Remote-Viewing. Mit der Hilfe meines Geistes nehme ich Sachen wahr, die halt zum Beispiel auf Bildern abgebildet sind, oder auf Bildern zu sehen sind, oder halt eben weiter entfernte Ziele. Die Prozedur des Remote-Viewings läuft durch das Abarbeiten von Protokollen mit einem einfachen Stift und einigen Bögen Papier ab. Das Protokoll ist im Prinzip dafür da, den Verstand abzustellen und mit dem Ziel quasi erstmal in Stufe 1 halt Kontakt aufzunehmen. Quasi man flirtet erstmal mit dem Ziel und dem Gebiet. Und je mehr man sich halt daran tastet und in die nächste Stufe kommt, umso stärker wird halt der Kontakt, umso mehr Eindrücke kann man gewinnen. Es geht eigentlich erst bis zu Stufe 4 und ab Stufe 4 kann man dann erst wirklich anfangen zu viewen. Zu Beginn unseres Tests nehmen wir 4 zufällig gefundene Bilder aus dem Internet als Ziele, die Christian nacheinander versucht zu erfassen. Christian bekommt die Bilder natürlich nicht zu sehen. Das erste Bild ist das eines Leoparden, der durch eine halbgrüne, halbverdorrte Landschaft trabt. Das Bild falten wir zusammen und beschriften es mit einer zufällig gewählten 8-stelligen Zahlenfolge. Diese diktieren wir Christian, der, nachdem er die Zahlen fertig aufgeschrieben hat, reflexartig ein sogenanntes Ideogramm erstellt. In dieser ersten Stufe des Remote Viewings erhält er durch wiederholtes Abfahren der frei eingeteilten Linie diverse grobe Informationen, die er aufschreibt. Das Fell des Leoparden ist in der Tat glatt und weich. Und es ist auch grün im Bild zu sehen. Doch diese Begriffe würden natürlich bis dahin noch auf beinahe jedes Bild zutreffen. Kurz darauf wird er plötzlich sehr viel genauer, indem er meint, ein Tier bzw. eine Kuh wahrzunehmen, inklusive einer kleinen Skizze. Verglichen mit dem gesuchten Bild ist die Ähnlichkeit direkt unverkennbar. In Stufe 2 werden alle Eindrücke zu Oberflächen, Farben, Gerüchen, Geschmäckern, Temperaturen, Geräuschen, jeglichen Dimensionen und dem eigenen Gefühl in der Szene erfasst und aufgeschrieben. So riecht er zuverlässig einen Wiesenduft und bemerkt die warme Temperatur. Wir sind zwar nicht vor Ort, aber das Piepsen und Rascheln, das er hört, sind in Form von Vögeln oder Ähnlichem durchaus vorstellbar. Er erkennt, dass die Szene außen bzw. im Freien ist und sein Gefühl in der Szene ist natürlich. In Stufe 3 malt er eine grobe Skizze dessen, was er sieht. Hier ist das Bild nicht mehr zu erkennen. Doch kurz darauf fühlt er sich inspiriert, dieses Wesen zu malen. Dann nimmt er von rechts oben Lichteinfall durch Sonnenschein wahr, was zweifelsohne der Fall ist. Auf das nächste Blatt beginnt er zum dritten Mal eine Art Vierbeiner zu malen. Dies scheint ihn nicht mehr loszulassen. Nun nimmt er speziell das unter die Lupe, was ihm im Bild als grau erschien. Dieses Graue soll hubbelig, hart, trocken und rau sein. Ebenso vernimmt er ein Aufstapfen und eine Erschütterung. Er scheint den Untergrund beschrieben zu haben. In Stufe 4 schreibt er in die Spalte für Fremdemotionen verspielt, was demnach wohl die Laune des Leoparden darstellt. Als generelle Eindrücke empfindet er die Szene als natürlich und tierisch. Das letztendliche Fazit für das gesamte Bild lautet: Tier frisst oder steht herum. Und er legt besonders viel Wert darauf, dass etwas auf Erde aufstapft und diese dabei staubt. Nun glaubt er auch, Elemente der Skizze erklären zu können, die auf den ersten Blick nichts mit dem Zielbild zu tun zu haben schienen. Da war halt immer noch etwas Kleines, was da so hochstand, so wie Grashalmchen eben. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass quasi jeder Begriff, den er aufgeschrieben hat, passt. Es gibt nichts, was nicht in der Szene zu finden wäre. Einzig und alleine die Farbe Blau ist nicht direkt zu erkennen. Jedoch kann man mit Sicherheit sagen, dass der Himmel blau ist, auch wenn er nicht direkt sichtbar ist. Denn beim Remote Viewing begibt man sich immer in die Szene selbst. Das Wahrgenommene beschränkt sich also nicht nur auf das im Bild Sichtbare. Ich hatte mal ein Foto geviewt, da wurde halt am Silvester wurde eine Aufnahme gemacht und der Fotograf stand halt auf Eis
und ist ausgerutscht. So. Während der Session habe ich halt am Tisch gerockt und habe auf meinen Blättern halt das Protokoll ausgefüllt und habe halt gemerkt, dass ich nach hinten rutsche. So. Einerseits war ich halt vor Ort am Tisch und andererseits war ich dann in dieser Szene und bin halt auf dem Eis ausgerutscht. Dass die Übereinstimmungen des Leopardenbildes kein Zufallsergebnis sind und dass diese Begriffe bei anderen Zufallsbildern so gut wie gar nicht passen, sieht man unter anderem im nächsten Beispiel. Hier lassen wir Christian ein Bild von einem sogenannten Starenkasten viewen, welches er natürlich vorher nicht zu Gesicht bekommt. Die Oberflächen, die er ertastet, sind glatt, hart und kühl. Er sieht einen Glanz, blau, rot und schwarz. Bisher alles genau zutreffend. Obwohl er bei Geruch Fisch schreibt, meinte er eigentlich frisch, wie er nachträglich erklärte. Die Szene soll sich außen abspielen. Er hört ein Brummen, welches an vorbeifahrende Autos denken lassen könnte. Die erspürte Temperatur ist sonnig, aber kühl. Er hat den Eindruck, ein Auto wahrzunehmen, verwirft diese Idee jedoch direkt wieder, weil er sie für ein Konstrukt seines Verstandes hält. In Stufe 4 in der Spalte für Ideen, Konzepte und Möglichkeiten schreibt er Fahren, was natürlich mit der Funktion bzw. der Möglichkeit des Gerätes insofern zu tun hat, dass die Fahrgeschwindigkeit eines jeden Autos erfasst wird. Christian ist sich sicher, dass Licht reflektiert wird. Kurz darauf sieht er erneut etwas, das wie ein Auto oder vielleicht auch ein Boot anmutet. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob er das Blitzgerät sieht oder das, was vom Gerät betrachtet wird, also die Autos. Er empfindet es als begehrt. Die Autos oder das Blitzgerät, auf welches alle Autofahrer besonders gut Acht geben. Schlussendlich malt er dies, was sehr an die Hinterseite eines Autos mit seinen zwei roten Bremslichtern erinnert. Vielleicht handelt es sich aber auch um einen 90 Grad verdrehten Starenkasten mit etwas falschen Proportionen. Eine Verbindung zu dem Bild scheint auf alle Fälle zu bestehen. Um zu überprüfen, ob die scheinbar vagen Eindrücke auf jedes Bild passen, vergleichen wir die Ergebnisse der ersten beiden Tests über Kreuz miteinander. Während man Eindrücke wie hart, glatt, kühl oder außen in beide Bilder interpretieren könnte, sind die exakter formulierten Eindrücke wie reflektierendes Licht, Fahren oder Auto unmöglich mit dem Leopardenbild in Verbindung zu bringen. Ganz zu schweigen von dem Versuch, staubig, natürlich, Tier oder den aufstampfenden Fuß im Bild des Starenkastens wiederzufinden. Das dritte Testbild ist das einer blauen gebrauchten Gitarre, die jemand im Internet verkauft. Sie steht in einem Wohnraum auf einem Teppich und vor einer Heizung. In Stufe 1 nimmt Christian neben obligatorischen Eindrücken wie weich, weiß, glatt und hart auch schon etwas wahr, das blau ist und glänzt. Ebenso schreibt er Schwung auf. Ob die Gitarrensaiten gemeint sind? In Stufe 2 ertastet er eine Oberfläche, die Wärme abstrahlt. Er hat unverkennbar den Heizkörper im Hintergrund erkannt. Kurz darauf geht ihm kurz ein Ghettoblaster durch den Kopf. Das Blöde war, ich hatte Musik im Kopf gehabt, aber ich hab's nicht aufgeschrieben. Dann empfand er etwas als radioaktiv. Eine nicht uninteressante Eingebung, da Heizkörper auch Radiator genannt werden. Ob es was damit zu tun hat oder ob die Energie für die Heizung aus einem Atomkraftwerk kommt, man weiß es leider nicht. In Stufe 4 hält er das Objekt für gebraucht. Und wir erinnern uns, es wird mit Hilfe dieses Bildes eine gebrauchte Gitarre verkauft. Schlussendlich malt er diese Form. Ob dies eine verzerrte Gitarre ist? Bei der gebrauchten Gitarre, da war das am Anfang so, dass ich ein blaues Snowboard im Kopf hatte. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da dieses blaue, glatte Holz, konnte ich gut wahrnehmen. Und da spielte der Verstand mir natürlich einen Streich und hat daraus ein Snowboard gebastelt. Wenn Remote Viewing funktioniert, so wie es scheint, fragt man sich natürlich, wie. Wenn ich da jetzt sage, ja, alles ist eins, ne, dann habe ich mir irgendwie so einen Esoteriker. Also ich persönlich würde mir das halt so erklären, dass irgendwie schon alles auf einer gewissen Ebene verbunden ist. Ob das jetzt materiell ist oder was Geistiges, ich denke, es ist alles irgendwo miteinander verschränkt. Wie war dein erstes Mal? Mein erstes Mal.
Mein erstes Mal hat mich eigentlich total verblüfft, dass es überhaupt funktioniert. Naja, ich habe bei der ersten Session habe ich mir gedacht, ja, was machst du da überhaupt für einen Blödsinn? Aber wie ich dann das Bild gesehen habe, war ich doch leicht verblüfft. Das vierte Bild zeigt dieses bunte Zelt in einem begrünten Waldstück. Zunächst wiederholten sich Eindrücke wie flüssig, rutschig, glatt, wässrig oder kaltnass. Eine folgende Skizze lässt noch keine Ähnlichkeit erkennen. Mehrfach beschreibt er die Szenerie als öffentlich und hier als begehbar. Die gefühlten Fremdemotionen, also Emotionen von anderen Lebewesen im Bild, beschreibt er mit Anstrengung, Bewegung und Freude, was auf mögliche Leute innerhalb des Zeltes zutreffen könnte, die diesen abenteuerlichen Zelttrip unternehmen. Ein Eindruck, der sich hartnäckig bei ihm hält, ist ein roter Ball, mit dem gespielt wird. Davon ist, zumindest im Bildausschnitt, nicht das Geringste zu sehen. Ebenso hat sein Verstand ein Trampolin kreiert, welches auf- und abfedert. Dies ist natürlich auf jeden Fall nicht korrekt, aber es könnte durch den Stoff des Zeltes zu erklären sein, welcher sich vielleicht entsprechend bewegt und dem eines Trampolins sehr ähnelt, wodurch diese sogenannte analytische Überlagerung in seinen Kopf gelangte. Sein letztendliches Fazit lautet Radfahren und Bewegung. Nach den überzeugenden ersten drei Testen scheint in diesem Falle etwas daneben gegangen zu sein. Das Ergebnis war miserabel. Da fing das, glaube ich, extrem an mit dem Verstand und dass mir das Ego halt reinspielt. Der Druck, der durch die Kamera entstand, die stets über seine Schulter schaute, scheint auch seinen Einfluss gehabt zu haben. Da hat schon wieder angefangen, hat angefangen mit dem Ehrgeiz. Als die Kamera mir während der ersten Session noch zugeschaut hat, da war ich halt noch relativ entspannt und habe halt die Session mit dem Leoparden da gemacht und das war dann noch ganz gut. Und als ich dann aber das Ergebnis von der Aufnahme gesehen hatte, dann hatte ich die halt in meinem Hinterkopf und war dann schon etwas unter Druck gesetzt und wollte dann halt immer eine gute Session präsentieren. Na, ich habe mir irgendwann vorgenommen, Fußballspiele zu viewen, also den Sieger oder Verlierer zu ermitteln. Und dann bin ich halt auf diese Möglichkeit gekommen, dass man halt Ereignisse mit Bildern verknüpfen kann. Sprich, für den Sieger steht dann der Eiffelturm oder für die Verlierermannschaft halt Pyramide. Und das hatte bei den ersten 10 Sessions auch relativ gut funktioniert. Das heißt, bei 3 Ausgangsmöglichkeiten, sprich auch unentschieden und 10 Spielen, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 60.000, dass das Ergebnis halt zutrifft. Also man erstellt ein Target mit 3 verschiedenen Bildern und verknüpft diese Bilder dann mit den entsprechenden Mannschaften oder halt mit dem Unentschieden. Dies stellten wir natürlich auf die Probe. Wir verknüpften die Ausgangsmöglichkeiten von 4 in der Zukunft liegenden Fußballspielen jeweils mit einem Bild. Zunächst das Spiel des 1. FC Saarbrücken gegen den 1. FC Köln 2. Der Affe steht für einen Sieg von Saarbrücken, die Rakete für ein Unentschieden und diese Landschaftsaufnahme für einen Sieg von Köln. Christian meinte die ganze Session über eine Dose vor sich zu haben und er malte diese Skizze, die um 90 Grad gedreht für uns keinen Zweifel daran ließ, dass es sich um die Rakete und somit ein Unentschieden handelt. Wie sich herausstellte, völlig korrekt. Das Spiel endete 1:1. Die zweite Partie war die des Mayendorfer SV gegen Altona 93. Das Bild dieses Wolfes definierten wir als Mayendorfer Sieg. Diese abbrennende Behausung steht für ein Unentschieden und diese Sonnenliege für einen Sieg von Altona. Die gesammelten Eindrücke passten hauptsächlich auf das Feuerbild, doch es ließen sich auch einige Formen der Liege erahnen. Auf das Wolfsbild schien überhaupt nichts hinzudeuten. Hauptsächlich aufgrund der sehr präsenten Farben Gelb, Rot und Schwarz entschied Christian sich für das Feuer. Doch das Spiel endete 2:0. Der Wolf wäre also richtig gewesen. Christian versucht sich zu erklären, woran es liegt, dass dies nicht immer so klappt, wie er es sich vorstellt. Wenn ich das wüsste. Wenn ich das wüsste, müsste ich nicht mehr arbeiten gehen. Ja, nach den ersten 10 Spielen, oder nach den ersten 10 geviewten Spielen ging ich dann halt mal ins Wettbüro, weil es ja so gut funktionierte. Und ja, irgendwann war ich dann doch sehr überrascht, dass es halt seit dem Wetten nicht mehr wirklich funktioniert.
Das erkläre ich mir persönlich halt so, dass mein Ego da halt schon ein bisschen mitspielt. Das dritte Match ist KSV Baunatal gegen FSV Fernwald. Der Schuhladen steht für Baunatal, dieses Schlafzimmer für ein Unentschieden und das Vögelchen für Fernwald. Es deutete einiges auf das Vögelchen und einiges auf das Schlafzimmer hin, sodass Christian sich sicher war, dass beide Bilder sich vermischten und er wollte sich auf keines festlegen. Heraus kam ein 1:1 Unentschieden, also das Schlafzimmer. Das gleiche Phänomen konnten wir direkt beim nächsten Spiel wieder beobachten, nämlich dem DFB-Pokalfinale zwischen Werder Bremen und Bayern München. Dieses Auto in der Wüste wäre ein Sieg für Bremen, der Fisch im Wasser ein Sieg für München. Christian nahm jedoch ein Fahrzeug im Wasser wahr. Beide Bilder überlagerten sich also. Das Ergebnis wurde ein 4:0 für den Fisch. Eine Verbindung zu den Bildern bestand offenbar immer, nur die Verknüpfung zu den Matches war selten eindeutig. Das Fazit dieser 4 Spiele sieht in Bezug auf die Zukunftsvorhersagen Christians ernüchternd aus. Ein Ergebnis war korrekt, eines falsch und 2 sehr unentschlossen. Heißt das, die Zukunft ist noch nicht geschrieben? Jein. Ob die Zukunft jetzt wirklich geschrieben ist, kann ich nicht sagen. Das ist nur so, wenn ich wetten gehe, verläuft die Zukunft anders, als wenn ich es nicht tue. Das ist halt ein bisschen paradox. Nur ich weiß halt nicht, inwiefern meine Wette jetzt Einfluss auf das Spiel nimmt. Ich kann es mir schwer vorstellen. Gegenwart und Vergangenheit lassen sich, glaube ich, relativ gut viewen. Bei der Zukunft ist das dann halt ziemlich undurchsichtig. Habe ich den Gegenstand geviewt, den man mir als nächstes nach der Session gibt. Die betroffene Person wusste aber nichts davon. Dann habe ich dann Eindrücke gehabt wie Plastik, Kunststoff, kalt, grau und sogar scharf. So. Und ja, nach der Session hat man eine Schere in die Hand gedrückt.